Du hast mir auch gefehlt. Und zwar wie? Es ist so schön, wieder hier zu sein. Ich bin ja jeden Tag in der Küche, aber nur einmal donnerstags live um 21 Uhr in unserer schönen Putzshow. Aber mal ehrlich, es hat sich angefühlt wie 6 Wochen. Ach komm, 12. 3 Monatsaufenthalt im Ausland. So lange hat sich das angefühlt, hier nicht für dich da zu sein mit der Putzshow. Und ich freue mich so, dass du dir wieder die Zeit genommen hast, dabei zu sein. Ich bin die Katrin und zeige dir hier in meiner Putzshow, wie einfach es ist, mit den Produkten von Gemarco dein Zuhause auf Hochglanz zu bringen. Und wir sparen sogar noch 50% der Zeit, also der Putzzeit. Die können wir dann für Netflix oder Ähnliches benutzen. Und ich habe was ganz Süßes heute mitgebracht. Die sind so süß. Ich habe die in der Hand gehabt und habe erstmal so hier an Karneval gedacht, wenn man hier den Klopfer macht. Andrea wird wissen, was ich meine. Wer weiß noch? Hier und dann mit den Zähnen aufmachen, Kappe auf die Nase, gib ihm. Aber bitte nicht mit unseren süßen kleinen Konzentraten. Das ist Joy. Von den 4 beliebtesten Reinigern gibt es jetzt Konzentrate und so viel ist so viel. Dazu gibt es heute in der Sendung noch mehr Informationen und du darfst mir gerne auch schon die ersten Fragen stellen. Ich sag, wie es ist. Ich war total skeptisch. Ich wurde eingeladen, Nachrede, Führungskräfte. Wir haben da was, wir wollen mal eure Meinung. Und ich denke, ah nee, das ist doch das Gute. Wir haben einen Reiniger. Ich habe eine Flasche in der Hand, leg los, ich muss hier nicht dieses Mixi-Mixi machen. Das war meine Skepsis, die ist ad acta gelegt worden. Deswegen darfst du gerne mal in den Chat schreiben, welche Fragen hast du zu dem Konzentrat? 2 habe ich schon, dann bin ich gespannt. Liebe Anne, ich hoffe, du bist da. Und wenn ich... ja, guck mal, schreibt immer, wenn sie da ist. Ja, ich weiß... Du schaffst es nicht immer, das hier live anzugucken. Jetzt sind hier ganz viele live dabei. Und sicherlich auch der ein oder andere Vertriebspartner. Und das ist super. Ich weiß von einer Kollegin, die sagt immer zu ihren Leuten im Team, guckt euch donnerstags die Putzshow an, da lernst du noch was. Ja, das ist hier 1, 2, 3 Lernen mit Katrin TV. So sieht's aus. Dann denk, ah, und wenn es nur eine andere Art der Formulierung ist. Apropos Lernen, wer ist denn da jetzt gerade da draußen und sieht mich Samstag live? Ich freue mich, ich gebe am Samstag meinen ersten Workshop präsentieren vor der Kamera für Gemarco Vertriebspartner. Das heißt, demnächst werden hier YouTube, Instagram im WhatsApp-Status auf Putzpartys, die werden geflutet mit Videos zu Gemarco. Das ist auf jeden Fall mein Wunsch. Bin ich hier nicht mehr so alleine unterwegs. Kommen wir jetzt aber mal zu den Fragen und Fotos der Woche. Ihr wart ein bisschen zurückhaltend und ich finde das in Ordnung. Viele so, ja, ich will dich ja nicht im Urlaub stören. Wir hatten gar keinen Urlaub. Wir fahren ja im Herbst weg. Wir waren schön zu Hause und haben malocht. Schön malocht hier. Und deswegen ist die Auswahl ein bisschen kleiner. Fangen wir mit einem schönen Video an. Gucke mal. Das ist der Michael, der... Ha! Gesagt hat, das Ding ist so genial. Unser Kanisteröffner, wahlweise in weiß und in schwarz, steht sogar drauf, Katrin Beck TV und die Putzshow auf der anderen Seite. Denn auch wenn wir Konzentrate demnächst haben, das war auch so mein erster Gedanke, na super, jetzt hast du hier tollen Kanisteröffner. Hier mit Konzentrate brauchen wir keine Kanister mehr. Nein, hier sind 4 Reiniger. Wir haben ja ein bisschen mehr. Wir haben noch die ganzen Bodenreiniger. Wir haben noch... den Intensivreiniger, Geruchsentferner, Imprägnierspray, die ganzen Autokanister. Also wir haben noch genug Kanister, wo der hier zum Einsatz kommt. Den kannst du bestellen über einen Onlineshop. Bestell einfach eine Schaumpumpe, schreib in den Text, du möchtest einen Kanisteröffner haben. Du hast den Chat im Blick? Nee. Wunderbar. Es dürfen sich gerne mal ein paar Vertriebspartner hier im Chat melden. Würde mich mal freuen. Outen. Nee, outen tut sich hier keiner. Ich oute mich jede Woche hier als... nicht Putzverdächtiger. Und vielleicht sind dann auch hier meine neuen Freunde da aus unserer Montag-Call. Denn ich habe die letzten 6 Wochen mich intensiv weiterentwickelt
und weitergebildet, aber dazu hört ihr in den nächsten Wochen mehr. Foto von der Andrea. Die war nämlich im Urlaub. Schickte mir dieses Foto mit den Worten, schöne Ostern, für den Urlaub ist alles gepackt. War das jetzt Urlaub, Andrea, oder war das jetzt da, also ist das, also blauer Handschuh schon mitgenommen. Ist das eine Ferienwohnung, die da einmal klar Schiff gemacht werden? Ich meine, ich hoffe, es ist die eigene Ferienwohnung. Da fehlt was, ne? Im Eimer. So ein Tray, Andrea. Augen offen halten. Kommt sicherlich irgendwann mal ins Angebot mit einer Aktion. Ich stelle den hier in der Putzshow nochmal vor. Der wäre jetzt hier für genial, der passt nämlich genau da rein. Dankeschön für das Foto. Nächstes. Ja, Frauenfrühstück. Das ist für die interessant, die hier aus dem Umkreis von Siegburg kommen. Du darfst natürlich auch gerne dich ins Auto setzen und uns hier in Siegburg besuchen kommen. Und zwar am kommenden Sonntag. Also noch dreimal schlafen. Noch dreimal schlafen. Liebe Andrea ist auch da mit ihrem Direktvertrieb. Und du kannst lecker essen, lecker shoppen und natürlich quatschen. Das, was wir Hühner gerne machen. Deswegen Frauenfrühstück. Wir haben aber einen Mann dabei. Pascal meint, er hat eine Putzparty gemacht. Wer hat eine Putzparty? Ach, die Andrea, ja. Ha, Pascal! Na, schon nervös wegen Samstag? Ja, Andrea hat wahrscheinlich echt eine Putzparty gemacht, genau. So ein Trail wäre toll. Ja, ich weiß, ich habe zwei. Ich bin aber auch Gemaco Vertriebspartnerin und brauche die Dinger, wenn ich zur Party gehe. Wer hat Gemaco Vertriebspartner und du kriegst von mir so ein Trail. So einfach ist das. Frauenfrühstück, nächstes. Also, 14. April, 16 Euro. Dafür gibt es halt Frühstück und ein Glas Sekt. Darf sich da 3 Stunden schön aufhalten. Es ist begrenzte Sitzplatzwahl und kann ich sagen, wir haben noch ein Fünftel frei. Nicht mehr viel. Ich glaube noch so 16 Plätze. Nee, ich kann überhaupt keine Mathe um die Uhrzeit. So, bitte Tisch reservieren direkt bei der lieben Marita im Siegblick oder an mich und ich leite es dann weiter. Ja, also ich freue mich, das wird schön. Das wird schön. Und wir machen das, weil die Gäste vom Siegblick, das ist halt das Hotel-Restaurant, an Marita herangetreten sind und gesagt haben, oh, kannst du nicht nochmal, es war damals so schön. Und wir haben halt alles das, was das Frauenherz begehrt, inklusive dem einen Mann im Korb, den Hahn im Korb. Das bin nicht ich. Nee, der Dirk, nee, der kommt nur zum Schleppen. Oder kommst du zum Essen? Nee, ist ein Frauenfrühstück, da hast du nichts verloren. Du darfst nachher zum Abbauen kommen, damit ich dich tragen muss. Ich habe noch 2 schöne Sachen von euch, denn einmal hier hatte Judith mir geschrieben, ganz herzlichen Dank. Du kümmerst dich wirklich sehr um die Anliegen deiner Kundinnen. Das ist leider nicht selbstverständlich. Vielen, vielen Dank. Ja, und ich bin ja so ein Servicemensch. Und mir fällt es direkt auf, wenn jemand anderes mir keinen Service bringt. Da mache ich auch hier, da mache ich dicht. Und deswegen lebe ich das gerne vor. Vielen lieben Dank dafür diese Worte. In dem Fall ging es darum, dass sie einen Reiniger hat. Vielleicht kennst du das noch. Es gab mal Rollouts. Das waren so, sahen aus wie Deo-Roller, 6 Stück für verschiedene Fleckensorten. Ob es da noch Nachfüllpack gibt. Rollouts gibt es meiner Meinung nach schon seit über 5 oder 6 Jahren mindestens nicht mehr. Ich würde sie nicht mehr benutzen. Unsere Reiniger sind definitiv 24 Monate haltbar. Danach wird die Reinigungsleistung halt weniger. Ich habe sie empfohlen, das wegzupacken. Wir haben jetzt unser Spray & Bosch, das Fleckenpulver, die Gallseife. Reicht. Damit sind wir abgedeckt, was alle Flecken angeht. Da brauchen wir nicht so einen Deo-Roller. Und unten noch, das war auch ganz süß, immer was Neues bei deinen Shows. Ja, jetzt weißt du zum Beispiel, dass es mal so Deo-Roller gab von Gemaco. Vielen lieben Dank. Und du darfst mir gerne auch so Nachrichten schicken. Da freue ich mich sehr gerne. Da nimmt man dann Shoutout für deine Worte, die ich dann hier wieder... Oder mach's einfacher. Drück jetzt einfach hier auf den Daumen hoch. Lass also ein Like da und abonniere meinen Kanal. Empfehle mich bitte weiter. Kopier den Link von dem YouTube-Video, schick's in die nächste WhatsApp und sagst hier, guckst du mal an. So geht Putzen heute. Weiter geht's. Ja. Die Marion. Marion
schickt die mir das Foto. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Hat sie die ersten Erdbeeren bei sich in dieser Plastikschale, hat aber nichts drunter gestellt. Die Erdbeeren waren lecker und so sah der Tisch danach auch aus. Auch lecker. Was tun? Sie hatte schon Kraftreiniger, blaue Faser und sogar den Zitronenbalsam genommen. Und hier immer vorsichtig bei dem Echtholz, wenn du da mit einer Säure arbeitest, klar, das laugt das Ganze so ein bisschen aus, da muss auf jeden Fall Pflege hinterher. Ich habe zu ihr gesagt, pass auf, hast du alles schon richtig gemacht? Auch das wäre meine Empfehlung gewesen. Vielleicht noch verdünnt ein bisschen Intensivreiniger, aber wart's mal ab, das wird blasser. Ich glaube, das war vor 2 Wochen gewesen. Ich habe sie heute angeschrieben, wie sieht eigentlich dein Fleck aus? Und, tada, da sieht man noch einen leichten Schimmer. Sie hat das Ganze einfach nochmal wiederholt mit Kraftreiniger und der blauen Faser und danach mit einem Öl nachgeölt, um den zu pflegen. Sieht super aus. Das ist das Schöne an unbehandeltem Holz. Das ist halt sehr, sehr dankbar. Und zu guter Letzt, ich habe sogar eine Osterkarte bekommen. Vielleicht folgst du mir schon auf Instagram. Achso, da. Auf Instagram oder auf meinem WhatsApp-Status. Guck mal. Stamping Up hier lässt grüßen. Voll süß. Also überhaupt, dass man noch Karten geschenkt bekommt. Voll süß. Oh. Dankeschön, Carmen. Folgt mir gerne auf Instagram. Da Dirk blendet einmal meinen Account ein. Oder aber auch natürlich über meinen WhatsApp-Status. Dafür ist es notwendig, dass ich deine Nummer bei mir abgespeichert habe. Sender und Empfänger müssen sich connecten, sonst siehst du meinen Status nicht. Schick mir also einfach eine Nachricht. Hallo, ich bin der Petersen und Findus. Ich gucke mir gerne deine Show an, du bist immer so lustig. Also ruhig ein paar nette Worte, ne? Das ist hier, das muss sein. Nein, Quatsch. Und dann speichere ich deine Nummer ab. Gut. Joy. Thema. Mhm. Das waren? Das waren die Fotos und Fragen der Woche. Oh. Stimmt gar nicht. Eine habe ich noch. Dann müssen wir nochmal. Nee, ach du mit deinem Bimmelimmelim. Bimmelimmelim. Wer war das nochmal? Bimmelimmelim. Der Eiermann. Eiermann, du Ei. Oder? Nee, das ist wieder ein anderer. War wieder ein anderer. Ach Gott, ist aber auch schon lange her. Palim, Palim, eine Flasche Fritten. Hey Dirk, weißt du was? Ruf ihn an, wenn du beim Günther sitzt, was Sprichwörter und sowas angeht. Da ist er ganz, ganz weit oben. Ja, Pascal, ich hab's gemerkt. Natürlich. Natürlich. Hättest du ruhig schon mal längst sagen können, dass wir jetzt Kollegen sind hier. Da habe ich auch gedacht, hui. Eine Frage habe ich vergessen. Wir machen das ohne das Bimmelimmelim. Denn die Frage meiner Kunden war, darf ich mit der grauen Bodenfaser auf meinen polierten Marmorboden? Polierte Marmortreppe. Ganz klar, nein! So viel Dreck kann auf einer glatten Oberfläche wie auf einer Marmortreppe gar nicht sein, dass man die graue Faser braucht. Die darf da auch gar nicht drauf. Da reicht voll und ganz die grüne Langflorfaser. Denn die ist einfach zu rau. Und die war ja jetzt im Set im Angebot. Ganz oft wurde ich gefragt, darf ich die auch drin benutzen? Wozu? Wozu? Also dann muss das schon extrem klebriger Boden sein. Da, weißt du, wenn man so drüber läuft und der Crocs fast kleben bleibt, dann ja. Okay. Konzentrate. Gibt keine Fragen. Ihr wollt alle wissen, wie das geht, ne? Oder? Ich spüre es nicht. Also, meine Skepsis war halt gewesen, warum muss ich jetzt abmischen? Das ist doch ganz praktisch. Aber ja, ich weiß mindestens von einer Kundin, die sagt, Katrin, ich liebe eure Reiniger, aber ich habe halt keinen Haushaltsschrank. Kleine Mietswohnung, da passt so ein 2-Liter-Kanister nicht rein. Ein Konzentrat, wir gehen mal auf die andere Kamera. Ich stelle mir das mal gerade hier so zurecht. Kann sich nur noch um Stunden handeln. So, da bin ich. Da bin ich. Das sind 80 Milliliter. Eine kleine Flasche von unseren 4 beliebtesten Reinigern. Kraftreiniger, der gelbe. Kraftreiniger Pink Grapefruit.
Der Glasreiniger. Und der Sanitärreiniger Blue Sea. Ein Konzentrat sind 80 Milliliter. Reicht für eine komplette Flasche. Das sind 500 Milliliter und 80 Milliliter ergeben eine komplette Flasche. Dabei ist das egal, wie weich oder wie hart dein Wasser ist. Die Frage kam heute von Björn schon. Es ist mit vielen verschiedenen Härtegraden von Wassern getestet worden. Die Reinigungspower bleibt die gleiche. Es sind, Joy steht übrigens für, Moment, Gemaco Original Ingredients. Also originale Inhaltsstoffe und die Rezeptur ist auch die gleiche geblieben. Wir machen das jetzt mal. Und zwar, so einfach mischst du mit dem Joy-Konzentrat eine 500 Milliliter Flasche. Du füllst in die Mischflasche 420 Milliliter. In dem Fall. Gut. Du füllst das Wasser bis zur Fülllinie. Das sind hier 420 Milliliter. Einfach unterm Wasserhahn. Flasche auf, rein. So machen. Ein paar Mal schütteln. Und das war's. Und dann kannst du direkt loslegen. So einfach geht's. Und ich zeige es nochmal. Füllflaschen, Mischflasche. Die Mischflaschen kann man sich zuholen, weil hier die Linie angezeichnet ist. Aber wir gehen dann nochmal auf die andere Flasche. Ich muss selber eine Flasche. Das sind ja unsere alten Flaschen. Ich halte die mal nebeneinander. Und das Gute ist, das Etikett, warte mal, wo ist die Fülllinie? So. Also man kann das wunderbar auch einfach an dem Etikett ablesen. Was denn, noch näher dran? So. Also, Fülllinie hier und hier bis zum Etikett. Es ist also auch weiterhin möglich, mit der alten Flasche die Konzentrate zu verwenden. Bevor du das Wasser einfüllst, was du brauchst zu mischen, einmal bitte die Flasche komplett ausspülen, Wasser rein, Konzentrat rein, schütteln, fertig. So einfach geht's. So, liebe Anne. Anne war die Erste, die gefragt hat. Da muss ich das ja mischen. Für das Konzentrat, ich mache auch weiter. Einen Mischbecher, ich brauche keinen Messbecher. Ich brauche auch kein heißes Wasser. Trichter brauche ich auch nicht. Und Handschuhe schon mal gar nicht. So einfach geht das Umfüllen von dem Konzentrat zu einer 500 Milliliter Flasche. Bäm! So! Okay. Das sind die Fakten. Und ihr spart über 65% Müll. Kunststoff. So, das sind meine hier. Das sind hier. 25, guck mal hier. Das sind 2 Liter. Ich zeig's nochmal. Und die kriege ich in einer Hand hier tragen. So, das sind 2 Liter und das sind 2 Liter. Okay. Auf der Grundfläche von diesem Kanister passen 12 Flaschen in dein Regal. Kannst du mir mal gerade unser Gewürzglas rausgeben? Das habe ich als Erstes ausprobiert, ob ich mir die Reiniger auch, weil das sind ja die beliebtesten Reiniger, die am meisten im Kanister nachgekauft werden. Senfkörner. Nix, warte. Was willst du denn haben? Nee, ist egal. Jetzt willst ist auch egal. Nein, ich möchte die Senfkörner. Ich drehe es einfach um. Okay. Das sind unsere Gewürzgläser.
die bei uns in der Schublade liegen, die können aber auch stehen. Und guck mal, wie süß! Gott, die sind so goldig. Ja, mehr ist es nicht. Es wird selbstverständlich etwas geben in der neuen Aktion. Dazu darf ich nächste Woche mehr verraten, denn die startet ja ab dem 17. Aber wie das eingemischt wird, das darf ich dir hier schon sagen. Und Gin Marco hat es ja selber schon veröffentlicht. Ja, das sind die Fakten. Und da bitte überlegen, vom Kanister umzustellen. Es wird beides parallel im Moment noch geben. Also wenn du gerne noch weiter die Kanister haben möchtest, weil das so schön in das Regal passt. Ich stelle mir das gerade so, der Michael hat mir auch mal sein Foto von seinem Regal geschickt und ist dann so eine Lücke. Das geht natürlich, aber wir sparen wahnsinnig viel Geld. Was zum Beispiel auch ein großer Unterschied ist, die Kanister hier, die sind nicht aus Rezyklat. Das ist halt diese, warte, wo ist die leere Flasche? Hier. Ne, die sind halt so ein bisschen färbgräulich, weil die halt aus Rezyklat sind. Und das nicht, die Kanister, das funktioniert nicht wegen der Stabilität. Deswegen sind die immer noch aus diesem Plastik. Wir tun also echt was Gutes und das passt halt zu Gin Marco. Nachhaltigkeit Nummer 1. Ja, okay. Ist ein bisschen durch das Thema, habe ich das Gefühl, ne? Oder? Das war's dazu. Und ihr habt ja mitbekommen, gestern war letzter Bestelltag unserer letzten Aktion. Nächste Woche startet die nächste. Aber was immer noch im Angebot ist, wir gehen nochmal auf die andere Seite, sind unsere Frühlingsfreunde. Ja, du bist mal so eine Freund, eine Frühlingsfreund. Die blöden Frühlingsfreunde hier spielen Birkenpollenallergiker hier. Wir sind keine Freunde hier. Die haben übrigens heute eine Tanne hinten weggemacht. Ne? Gibt wieder ein bisschen mehr Licht hier auf unser Grundstück. So. Gut für die Solaranlage. Gut für die Solaranlage. Stimmt, ja. Ich denke, warum ist das so laut? So, das sind unsere Frühlingsfreunde. Übrigens hier, ne? Intensivreiniger, da kommt noch ein Video, wie ich die Rollläden sauber mache. Kunststoffpflege auch kommt und alles noch zum Thema Auto. Es ist ein bisschen viel gerade, aber du findest ja alles auf unserem Shop, in unserem Shop, auf einfachsauber24.de. Da draufklicken und dann findest du unter Aktionen, Prozentwochen, da sind die noch dabei und noch viel mehr Wissenswertes über unsere Joy-Konzentrate. Joy, ich finde das Wortspiel mega. Passt halt auch. Putzen macht Spaß. So, alle gespannt. Ja, es sind alle gespannt. Die hängen alle mir an den Lippen. Und das übrigens hoffentlich, Pascal, hast du zugeguckt. Das machen wir am Samstag. Ihr Lieben, ich möchte an dieser Stelle mal ganz, ganz großes Dankeschön sagen. In den letzten 3 Wochen ist viel passiert. Ich habe Videos veröffentlicht, die für, ich möchte es so ausdrücken, Furore, regen Gesprächsstoff gesorgt haben. Besonders bei denjenigen, die sich auf Facebook tummeln. Und ich sehe es mit Humor, anders geht es nicht. Und lass die ganzen Kommentare mal. Umso schöner über jedes Herzchen, über jedes Gefällt mir, was ihr mir schickt auf meine Videos. Und Dirk sagte mal so schön, hör mal, da sind 1000 Aufrufe und da kommt ein blödes Kommentar und über das regst du dich auf. Hat er ja recht. Die 999 habe ich halt nicht gesehen. Und deswegen ganz, ganz dickes Dankeschön an euch, die ihr immer weiter meine Videos euch anguckt und ich bleib dabei. Jeden Tag wird geputzt und jeden Tag gibt es auch hier ein Video von mir. Eins gestern von Gabi. Ne? Passte so schön. Der Grill. Ja Gott, wer hat denn am Wochenende nicht den Grill rausgeholt? Wir. Doch. Doch, wir haben auch gegrillt. Stimmt. Ach, diesen Braten. Den gab es, diesen Schweine. Genau. War so lecker. Demnächst auch Rezepte hier bei der Putzschau. Nein, das machen wir nicht. Ich freue mich, dass ich wieder zurück bin. Ich freue mich, dass du wieder da bist und dass wir uns hier ab sofort wieder hier austauschen bis zu den schönen Sommerferien. Stimmt gar nicht, wir haben vorhin noch ein paar Feiertage. Egal, dann habe ich auch den Urlaub verdient. Richtig? Wir haben noch richtig. Chris Himmelfahrt, ne? Chris Himmelfahrt haben wir auch noch. Und Vatertag? Ist Chris Himmelfahrt und Nuss.
Dann den anderen. Frohen Leichnam. Frohen Leichnam. Ja. Oh, guck mal, da kommen ganz viele Herzen. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Nächste Woche bitte um 21 Uhr wieder einschalten. Wir sind am Ende. Du darfst mir weiterhin gerne Fotos schicken. Mach das. Vorher, nachher. I love it. Du kannst du bitte nochmal meine Nummer einstellen, weil die meisten Fotos kriege ich alle per WhatsApp. Genau. Ich schreibe auch. Ich antworte auch. Ja. Also, boah, das geht jetzt hier raus. Der fliegt mir die ganze Zeit aus dem Ohr. Also bitte, schreib mir gerne, welche Fragen du hast zu, kriegst du nicht sauber, whatever. Oder bitte auch natürlich ein Vorher-Nachher-Foto. Oder Gott, wenn Wäschetag ist. Meistens ist doch Samstag immer Putztag. Und dann hängt ihr bitte eure Tücher natürlich gerne alle raus. Wir brauchen keinen Trockner. Das geht viel schneller auf der Leine und spart sogar noch Strom. Darf ich mir bitte die Fotos schicken und dann sehen wir uns nächste Woche wieder zu meiner Putzshow. Dirk, sag mal tschüss. Tschö. Genau. Bis dahin, habt weiterhin viel, viel Spaß beim Putzen und bleibt gesund. Deine Katrin. Tschüss.